Ich dachte mir, was für ein obszönes preußisches Wort, das Goethe da verwendet. Leben ist Pflicht und sei es nur einen Tag. Tatsächlich, was für eine unglaubliche Geschmacklosigkeit, all das einfach auf Trial and Error in die Welt zu schmeißen. Aber mir ist aufgegangen, dass das Leben logischerweise in einer metonymen Fortfolgereihe entstehen muss, denn allein schon durch die Tatsache, dass es während der dissipativen Spanne einen gewissen Parallelmechanismus des Nebeneinanderher Existierens gibt, wird das logarithmisch immer übererfolgreicher. Aber eine Übermittlung, eine Verständigung kann schon während der Existenz zwischen den einzelnen grammatikalischen Lexika nicht stattfinden und erst recht nicht als Überlieferung und Erhaltung. Dann würde ein ganzes Projektionssystem des Kleinsten im Großen und des Größten im Kleinen sich erneut abbilden müssen, sozusagen als Paralleluniversum gegen das existierende Vorstellungsuniversum. Wäre das so wie in einem so infinit in zwei senkrecht gegeneinander gestellten Spiegeln, die nicht aufhören könnten, sich wechselzuspiegeln. Und jedes dieser Spiegelbilder wäre so übervoll mit Informationen, dass das Kleinste im Größten und das Größte im Kleinsten nicht mehr sich herausschälen könnte. Also eine sukzessive, aufeinandervolle Folge notwendigerweise und immer beginnend mit der Tabula rasa.